Was geht, Muchachos? Und seid herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns. Eierkraulen ist angesagt. Nach dem Video werdet ihr uns höchstwahrscheinlich schon besser kennen, denn wir werden heute... Wer würde eher? Und natürlich haben wir euch gefragt nach Wer würde eher fragen auf YouTube und auf Twitter. Und wir haben auch einiges bekommen von euch, Muchachos. Wir haben auch schon Zettel vorbereitet. Mr. Marv. Mr. Deko. Erstmal vielen Dank für die ganzen gestellten Fragen und ich bin hier echt mal gespannt, was ihr uns so fragen wollt. Okay, wer will anfangen? Ich würde sagen, ich gucke mal hier als erstes auf Twitter was raus. Okay, da haben wir was, das ist nicht lustig, kein lustiges Ding, aber ich bin sehr gespannt, okay, was hier rauskommt. Und zwar fragt Jinko, wer würde eher von den Nachbarn angezeigt werden wegen Lautstärke? 3, 2, 1... Was? Wieso ich? Alter, weil, also ich habe zwar auch ein lautes Organ, aber ich glaube, du hast noch ein ziemlich... Ich habe gar nicht so sehr darauf geachtet, wer das lautere Organ hat, sondern bei wem die Nachbarn eher durchdrehen. Und wir hatten das ja bei dieser 6-Stunden-Map schon. Ach dass so. Dass die Leute an die Wand geklopft haben, weil du zu laut warst. Ja. Und bei mir in der neuen Wohnung gab es noch gar keine... Doch gab es auch schon. Es gab auch schon Beschwerden. Aber... Das haben wir jetzt alles relativ gesittet, also da war noch nicht irgendwie hier mit gegen Wand klopfen oder sowas. Achso, also ja, wenn das so ist, die Frage, dann auf jeden Fall bei mir. Also bei mir sind nämlich viel krassere Nachbarn. Ja, wer würde ja angezeigt werden, ne? Also dann ganz klar, sorry. Boah, ein Punkt für Deko, Muchachos. Ein Punkt für Deko, 1-0. Erstmal Wettkampf draus machen. Yeah. Meine Frage hat auch was mit Lautstärke zu tun. Okay. Von Nico Ortmanns. Der fragt nämlich, wer würde eher vor lauter Wut ein Loch in die Wand schlagen? 3, 2, 1. Das kann ich nämlich auch begründen. Wir haben beide Deko, das gefällt mir schon mal. Ja. Bei mir wäre es nämlich, also ich kann auch mal ausrasten, aber ich würde zuerst meinen Schreibtisch und meinen Stuhl auseinandernehmen. Ich würde dann übertrieben gegenschlagen. Ich glaube, die Wand, da würde ich nicht einfach mal so reinboxen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss aber, tatsächlich muss ich auch sagen, also da habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich habe auch, der Knöchel hier ist dicker als der hier. Da habe ich, glaube ich, mal mit 16 oder was irgendwie. Weil ich, also... Ich kann schon mal ausrasten und dann muss ich auch irgendwo gegenhauen. Aber weil ich nichts kaputt machen will, habe ich einfach eine Wand genommen und da geht halt nichts kaputt, ne? Aber ja, wenn ich ausraste, wenn ich mal wirklich richtig mad bin und wirklich sauer bin, dann nehme ich mir als erstes eine Wand vor. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Alle, die zocken, die können auch mal richtig salty und mad werden. Und bei mir ist es dann Schreibtisch und PC-Stuhl. Da würde ich schon mal... ich glaube, es ist eine relativ einfache Frage. Und zwar fragt auf Twitter der Alex Küken, wer würde eher vergessen, ein Video hochzuladen? Okay. 3, 2, 1. Oh! Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott! Nächste Frage. Der Jonas Wagner fragt, wer würde eher einen Drunk-Stream machen, wie Excel95? Okay. Wer würde eher... Oh, 3, 2, 1... Also, ich muss dazu sagen, bei mir, ich habe einfach mich genommen, weil so, ich habe da eigentlich nichts großartig dagegen. Ich habe tatsächlich schon mal mit, ist eigentlich schon Ewigkeiten her, da haben wir auch schon YouTube, glaube ich, aber da waren wir noch sehr, sehr klein. Und da kam das schon mal vor, dass wir irgendwie so beim League of Legends zocken noch danach feiern wollten und dann auch schon mal uns da nebenbei eine Mische reingekloppt haben beim Aufnehmen oder beim Streamen noch. Das kam schon vor und ich habe auch gar nicht so krass dagegen. Da ziehen wir jetzt auch nicht unbedingt eine Grenze, weil wir es eben schon gemacht haben. Also wie gesagt, damalige Zeit wie League of Legends haben wir ab und zu ein bisschen vorgetrunken und dann haben wir gezockt und gestreamt. Da waren aber auch nur, wie viel, 16 Leute? Irgendwie sowas, 17 Leute auf jeden Fall im zweistelligen Bereich noch. Ja. Und also, ich meine, ich habe da nichts großartig gegen. Man wird gesprächiger durch Alkohol, ja, im größten Teil, so, solange man sich nicht jetzt im Stream richtig aus dem Leben schädelt und anfangen muss zu kotzen oder sowas, ist das auch noch alles. Und nicht sagt, okay, jetzt müsst ihr alle mittrinken oder so. Solange man die Leute nicht noch zum Trinken auffordert, finde ich so eine Mische nebenbei oder so. Das kann man machen, kann man machen. Machen wir zwar nicht, aber es wäre kein großes Problem. Meine nächste Frage, ich habe es euch schon rausgesucht. Und zwar von T-Bone auf Twitter. Danke dir übrigens für die Frage. Wer würde sich eher zum Ziegenmann umoperieren lassen? Alter. 2, 1. Bitte echt? Also ich würde es halt nicht machen, deswegen habe ich Marvin genommen. Also ich würde es auch nicht unbedingt machen. Das wäre außerdem Blasphemie, man darf das nicht. Nächste Frage. Von Nix.
Wer würde eher eine Geschlechtsumwandlung durchführen? 3, 2, 1. Ehrlich? Ist das dein Ernst? Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich nur mich genommen, weil es ist ja so ein Gag, Insider-Gag eigentlich aus dem FAQ, das wir mal vor, ich glaube bei 20.000 Abos vor 4 Jahren gemacht haben oder 5 Jahren schon oder so, ich weiß nicht genau. Aber in dem FAQ habe ich eine Story erzählt, dass ich vorher mal als Kind irgendwie ein Mädchen war. Ich war irgendwie eine Nonne und habe mich von einer Nonne umoperieren lassen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Deswegen habe ich es genommen. Ich habe es nur genommen, weil wir mal ein Placement hatten für Ran an den Mann, wo ich auch eine Frau war. Eine Frau mit roter Perücke und ich dachte mir so, ja, das wird schon passen. Deko. Ausschnitt und behaarter Brust. Deko wird mich schon wählen, so, aber nein. Okay, ich habe die nächste Frage und zwar auf Twitter wieder von Dustin Zickerick. Und er fragt, wer würde eher in der Öffentlichkeit furzen? 3, 2, 1. Also da sehe ich mich echt ganz, ganz klar vorne. Also damit habe ich wirklich gar keine Probleme. Ich muss aber auch sagen, also ganz im Ernst, wer furzt nicht in der Öffentlichkeit? Also in der U-Bahn oder sowas, quasi gerade Schützenplan erstmal richtig einziehen lassen und dann also es kommt immer noch drauf an, was man gegessen hat. Wenn man irgendwie gerade eine Eiweißdiät hat, dann ist schon... Dann ist hart widerlich. Ja, aber auch dann, Digga, wenn du irgendwo in einer Fußgängerzone unterwegs bist oder sowas, sagst du nicht, oh nee, das darf ich nicht. Also ganz im Ernst. Also selbst beim Familienessen würde ich am Tisch furzen. Also, am Tisch furzen, das ist aber schon ein bisschen. Ja, also ich sag mal so, was raus muss raus. Ne? Und da finde ich dann immer so hart, so will ich jetzt Bauchschmerzen haben oder einfach furzen so. Ne? Also das wusstet ihr übrigens, dass wenn ihr den Furz zu lange zurückhaltet, dass der zum Rülpser wird? Schon ein bisschen eklig, oder? Aber ist wirklich so, also kein Schiss, wissenschaftlicher Fact. Wenn ihr zu lange euren Furz zurückhaltet, müsst ihr den rausrülpsen. Also ich würde mir das zweimal überlegen, wie lange ihr nicht furzt. Alter, wie das mocken muss, Alter. Wir haben eine nächste Frage, finde ich super interessant. Ein Gewinner. Von Malek GE01. Also eine super interessante Frage. Da muss man auch erstmal ein bisschen in sich gehen. Wer würde eher die Eier einer lebenden Ziege küssen, wenn ein Mönch sagen würde, dass es Wunder und Reichtum bringen würde? 3, 2, 1. Ich bin Muchatus, ein Ziegenjünger durch und durch. Von daher finde ich es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Küssen einer lebendigen Ziegenhoden Reichtum und Glück bringt. Deswegen, ich bin dabei. Erst recht, wenn es ein Mönch sagt. Also, hallo, Mönche, wieso sollt ihr lügen? Diese Frage ist sogar von MG. Oh. Danke erstmal MG für die Frage. Und zwar fragt sie, wer würde eher ein komplettes Glas Gurkenwasser exen? 3, 2, 1. Ja, aber auch sich genommen. Ja. Ich habe auch mich genommen. Ohne Scheiß. So ekligen Challenges, sage ich jetzt mal. Oder auch, wenn ich du wäre, habe ich damals mit, also im privaten Kreis auch schon übertrieben viel Scheiße gebaut. Richtig viel Scheiße. Und da ist ein Glas Gurkenwasser-Echsen, ist für mich so, das mache ich mal so nebenbei. Okay. Es ist schon, also das muss noch kranker sein, damit ich sage, ne, das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe Marvin genommen erstmal, weil ich hasse Gurken. Ich hasse allgemein eigentlich fast jedes Gemüse. Aber warte mal, Gurken? Gurkenwasser. Also von Essiggurken oder von... Das, keine Ahnung, Alter. So spezifisch nachgefragt habe ich da jetzt noch nicht. Soll ich mal posten hier? Meinst du jetzt die Essiggurken oder meinst du die kurzen Frinolite aus Italien? Keine Ahnung. Ich habe jetzt Marvin genommen, wie gesagt, Muchachos, ich mag kein Gemüse. Und der Geschmack von Gurken, der geht mir auch überhaupt nicht. Und Marvin weiß ich halt, erstmal mag Marvin Gurken, dann ist er allgemein, was essenstechnische Challenges so angeht, besser dabei als ich, deswegen auf jeden Fall Marvin. Okay, Marvin lacht sich jetzt schon kaputt. Wer würde eher ein Schamhaarmüsli vom anderen essen? Ein Schamhaarmüsli? Okay, als erstmal geiler Typ. Auf Schamhaarmüsli muss er erstmal kommen. Guter Mann, muss ich sagen, guter Mann. Der wurde auf jeden Fall geprägt von ein paar Jahren Losers, denke ich mal. 3. Okay. 2, 1. Also da, ich habe auch kein Argument, wirklich. Ich habe kein Argument. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, niemals, auch nicht im nächsten Leben, ein Schamhaarmüsli von Deko essen würde. Es wäre also, Muchachos, mal ein guter Prank von mir, oder? War mir mal ein bisschen von meinen Schamhaaren in seinen Müsli zu knuspern. Ich habe auch eigentlich kein großes Argument. Also, wer hat Bock auf Schamhaarmüsli? Nächste Frage von der Muchacho Bratan. Warte Sekunde. Marvin liest uns übrigens die letzte Zeit die ganze Zeit die Fragen vor, weil auf Twitter nicht mehr kam. Falls ihr uns bei Twitter nicht habt, guckt die Beschreibung, da ist der Link. Folgt uns, bitte. Wir sind zu klein auf Twitter. Wer würde eher
mit Katja Krasser Beach schlafen. 3, 2, 1. Okay, ich habe jetzt einfach Deko gewählt, weil mein Typ, also ich sage jetzt einfach mal Typ Hure, darf ich das sagen? Typ Hure? Warte, Katja Krasowitsch ist nicht mein Typ Hure. Schlampig? Schlampig, Typ Schlampig. Typ Schlampig, ja okay. Vielleicht Typ Schlampig so, ist ja einfach mal so absolut 0,000 mein Typ und deswegen wäre das gar kein Fall für mich jetzt. Meiner leider auch nicht. Ich weiß auch allgemein, also... Eigentlich die Folge. Eigentlich sie gleich die durch. Nein, aber mir fallen nicht noch offensichtliche Argumente dagegen ein. Ich finde sie einfach überhaupt nicht attraktiv. Ja. So. Würdest du eher deine Mutter oder Katja Krasowitsch? Katja Krasowitsch. Das war eine Kontrollfrage, aber nur. Hast du gut gemacht. Nächste Frage, und ich glaube, ich kenne da schon die Lösung oder wie es ausgeht. LeBro schreibt nämlich, wer würde eher nach einem Troll bei euch das Zimmer des Gegenübers stürmen und ihn in den Schwitzkasten nehmen? 3, wer würde eher rüber in den Schwitzkasten? Okay. 1. Man muss dazu sagen, Schwitzkasten ist jetzt ein bisschen überzogen. Deko hat da schon ein richtig gutes Beispiel. Hat man nämlich einfach so ein Stück Papier in mein Zimmer geworfen und ich habe ihn dann... Genau damit wollte ich kommen. Und den kompletten Müll einfach in seinem Zimmer einfach umgedreht. Genau damit wollte ich. Ich bin aber so ein richtig krasser, rachsüchtiger Mensch, was das angeht. Marvin, deswegen ist echt schlimm, Alter. Also ganz im Ernst, diese Geschichte ist einfach nur, ich habe einen zusammengeknüllten Zettel, also nicht mal irgendwie so ein DIN A4 oder sowas, so einen kleinen Zettel zusammengeknüllt in dein Zimmer geschmissen. Und das nächste Mal, als ich in mein Zimmer kam, war mein kompletter Mülleimer ausgeleert in meinem Zimmer. Das ist einfach auch bei jedem. Ihr könnt mal machen, was ihr wollt. Es wird auf jeden Fall ungefähr aufs 3000-fache zurückgezahlt. Und Marvin findet das vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen gerechtfertigt. Die allerletzte Frage für das heutige Video. Und zwar haben wir von HFH Nipton. Wer würde eher seinen PC verkaufen und auf eine Konsole umsteigen? Okay, 3, 2, 1. Poppen! Ganz klar meine Wenigkeit. Deko hasst es nämlich, mit Controller zu zocken. Er hasst es! Controller ist einfach egal für was. Also für Shooter kann ich, also ganz im Ernst, ich verstehe niemanden von euch da draußen, niemanden, der Shooter, auch nur irgendwas Shooter-ähnliches mit Controller zockt. Es geht nicht! Und es also, fühlt sich scheiße an! Das, und es ist also, ungenau! Das weiß ich auch nicht, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, ich würde noch eher mit einem Controller klarkommen und deswegen würde ich eher sagen, das geht eher auf meine Kosten. Ich würde es persönlich nicht machen, aber wer würde eher, ist ja das Ding heute gewesen. Muchachos, ja, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich heute meinen glänzenden Pullover anhatte? Falls ja, dann schreibt es in die Kommentare. Insider! So, und wenn euch das Format gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, dass wir andere Videoformate bringen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, reingehauen. Ciao.